Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Aszendenten Wassermann im Monat Juni. Auch in diesem Monat werde ich erneut noch einmal den Gerhard, meinen Ehemann und Kollegen vertreten. Und bevor wir einsteigen, um deine Himmelskarte für diesen Monat zu entschlüsseln, vorab zwei wichtige Ankündigungen. Zum einen ist es so, dass es natürlich Sinn macht, dass du deinen Aszendenten kennst, damit du dir dann das richtige Monatshoroskop anschauen kannst. Und die zweite wichtige Ankündigung besteht darin, dass ich dich fragen möchte, ob du schon mal etwas von den 27 Fixsternen gehört hast oder auch Nakshatras genannt in der indischen Astrologie. Hierzulande sind die 12 Sternzeichen bekannt. Dem einen mehr, der anderen weniger. Doch jeder hat schon etwas von einem Sternzeichen gehört. Jedoch gibt es zusätzlich noch 27 Fixsterne und das nur in der indischen Astrologie, die dich beschreiben, etwas über deinen Charakter aussagen, über deinen Lebensweg. Jeder deiner Planeten steht zusätzlich nicht nur in einem Sternzeichen, sondern auch in einem Fixstern. Dein Aszendent steht auch in einem Fixstern. Dein Lebensweg wird also auch durch einen Fixstern gefärbt, ebenso deine Persönlichkeit und auch alle anderen Lebensbereiche. Und damit diese Fixsterne auch hierzulande bekannter gemacht werden, gibt es in diesem Monat eine Neueinführung, dein vedisches Horoskop nur gedeutet anhand deiner persönlichen Fixsterne. Und es gibt dieses Horoskop in diesem Monat zu einem Einführungsaktionspreis. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, klick bitte unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den entsprechenden Link. Das gleiche gilt, wenn du deinen Aszendenten ausrechnen möchtest, klick bitte ebenfalls unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den jeweiligen Link. Gut, jetzt starten wir und ich suche in deinem Horoskop die Sonne. Die Sonne steht für deine Inspirationen. Die Sonne befindet sich die ersten zwei Drittel im Monat Juni im fünften Haus. Das fünfte Haus ist das Haus der Inspirationen. Das fünfte Haus steht aber auch für Kinder. Das fünfte Haus steht für deine Talente. Das fünfte Haus steht für Investitionen. Das fünfte Haus steht für spirituelle Praktiken. Und diese Bereiche hier kannst du jetzt deine Inspirationen ausleben in den ersten zwei Dritteln im Monat Juni. Die Sonne steht jedoch auch für deine Karriere, für deinen Beruf. Und so kannst du deine Talente nun besonders gut mit deiner Karriere, mit deinem Beruf verbinden. Das fünfte Haus ist bei dir von Haus aus extrem dominant in diesem Monat, weil darin steht nicht nur die Sonne, sondern darin befindet sich auch die Venus den gesamten Monat über. Und im letzten Monat hat der Mondknoten Rahu in dieses Haus bei dir gewechselt. Immer, wenn viele Energien auf ein bestimmtes Haus einwirken, tritt dieses Haus mit seinen Bedeutungen, mit seinen Lebensbereichen in den Vordergrund bei dir. Die Venus ist der Planet der Liebe. Die Venus ist der Planet, ja, der Sexualität, der Ehe. Das fünfte Haus ist einerseits eine gute Position. Andererseits steht das fünfte Haus für Romanzen und Affären, können oder sage ich mal, ist der Ausdruck der Liebe durch eine Romanze oder eine Affäre etwas, was dich erhebt? Wohl eher nicht. Und so macht es mehr Sinn, sollte so etwas deinen Weg jetzt kreuzen, dass du da ganz genau abwägst, ob es wirklich etwas ist, was dir gut tut, was deinem Lebensweg gut tut oder eher nicht. Es ist auch so, dass die Venus bis zum 25. Juni rückläufig ist. Das bedeutet, Themen, die mit der Beziehung zu tun haben oder vielleicht sogar eine alte Romanze oder eine alte Affäre, können wieder auftauchen, können wieder in dein Bewusstsein treten. Und dann bist du erneut gefordert, hier eine für dich wertvolle Entscheidung zu treffen. Das fünfte Haus steht aber auch für Kinder und die Venus für Beziehung. Also auch in der Beziehung mit Kindern können alte Themen noch einmal aufkommen.
kommen und möchten noch einmal angeschaut werden. Ansonsten steht das fünfte Haus auch für deine Talente, die Venus zum Beispiel für das Tanzen. Wenn du hier einen Zugang hast, dann ist es eine gute Zeit, wie du die Venus jetzt ausleben kannst in diesem fünften Haus. Die Venus und das fünfte Haus stehen aber auch für Beraten. Wenn du beratend tätig bist, dann ist auch das eine gute Zeit jetzt. Der Mondknoten Rahu zeigt immer an, bei allem, was er berührt, dass du jetzt ein Stück weit hier Neuland betrittst, beziehungsweise dich in diesen Bereichen, wo er steht, ja, experimentieren willst, etwas Neues finden willst. Warum? Aufgrund einer Unzufriedenheit. So kannst du zum Beispiel mit spirituellen Praktiken unzufrieden sein oder mit Investitionen, die du getätigt hast. Es wäre auch eher abzuraten von Investitionen und Spekulationen, denn der Rahu steht für Illusion. Und so kann es sein, dass du dir jetzt hier in diesem Bereich etwas vormachst, was sich dann, wenn du investiert hast, anders herausstellt, als wie du es jetzt gesehen hast. Das Gleiche gilt auch ein Stück weit für das Thema Affären, Romanzen und die Liebe. Rahu beeinflusst, die Venus beeinflusst dieses Haus. Also auch hier kannst du zu Illusionen neigen und sei deswegen vorsichtig mit Entscheidungen, die du diesbezüglich treffen magst. Und der Rahu möchte auch, wenn du Kinder hast, dass du auch hier im Umgang mit den Kindern dazu lernst, selbst wenn sie dich auch stressen oder auch die Beziehung unbefriedigend ist, möchte Rahu, dass du hier weiter daran arbeitest. Und das ist noch ein längeres Thema, denn er wird noch in etwa 15 Monate sich darin befinden. Deine Talente jedoch zum Beispiel kannst du jetzt auf ganz besondere, außergewöhnliche Art und Weise ausdrücken. Also das ist auch die Eigenschaft Rahus, dass du jetzt auf ja, einzigartige Weise deine Talente zum Ausdruck bringen kannst. Im gegenüberliegenden Haus befindet sich der Mondknoten Ketu. Er steht bei dir also im 11. Haus. Das bedeutet, in den Bereichen des 11. Hauses möchte etwas zu einem Abschluss kommen, möchte etwas vollendet werden. Für was steht das 11. Haus? Für deine größten Ambitionen, deine größten Ziele im Leben. Es steht für Titel, es steht für Gruppen, Vereine, Gleichgesinnte, aber auch für ältere Geschwister. In Gruppen, mit Vereinen, mit Gleichgesinnten, mit älteren Geschwistern, wenn noch unerledigte Themen sind, wenn hier noch karmische Verstrickungen sind, dann löse die jetzt, vollende es. Oder wenn du auch große Ziele hast, die dir wichtig sind, die du auch tatsächlich noch umsetzen möchtest, mache das in dieser Zeit, wo der Ketu in deinem 11. Haus wirkt und auch er wird dich noch für weitere, ja, für weitere 17 Monate, also auch der Rahu für 17 Monate, nicht 15, 17 Monate noch begleiten. Im 12. Haus befindet sich bei dir der Jupiter. Der Jupiter ist der Glücksplanet. Er möchte Wachstum produzieren, er möchte expandieren an dem Ort, wo er steht. Er möchte mehr, ja, Sinn dir dort bringen, Fülle. Gut, Jupiter ist jetzt nicht ganz so stark im Zeichen Steinbock, trotzdem ist er noch ein großer Wohltäter. Und vor allen Dingen hilft er dir jetzt im 12. Bereich, also im 12. Haus, im spirituellen Bereich, denn das 12. Haus steht für Spiritualität, es steht für Meditation. Jupiter steht für Glauben, steht für spirituelle Lehrer oder Lehrerinnen. Also dafür eignet sich der Jupiter in diesem Haus sehr, sehr gut. Ansonsten ist der Jupiter hier eher geschwächt. Das bedeutet, Jupiter repräsentiert die Finanzen. Das 12. Haus steht für Verluste oder Ausgaben. Achte daher darauf, für was du dein Geld ausgibst und ob wirklich jede Ausgabe auch tatsächlich sein muss. Der Jupiter ist den gesamten Monat über rückläufig. Das bedeutet, Themen, die schon einmal da waren, die mit Ausgaben zu tun haben, mit Verlusten, mit deiner Spiritualität oder auch mit Rückzug, mit Isolation, werden noch einmal aufs Tablett kommen und möchten von dir betrachtet werden.
Kann auch mit dem finanziellen Bereich etwas zu tun haben, mit deinem Finanz- und Ausgabenmanagement. Oder eben auch mit dem Alter. Das 12. Haus steht fürs Alter, für die Rente. Und dieser Jupiter begleitet dich auch noch bis zum Ende des Jahres, also auch das ist ein längeres Thema bei dir. Im ersten Haus befindet sich bei dir der Saturn. Saturn ist stark im Zeichen Wassermann. Das bedeutet, du hast nun besonders viel Ausdauer, Durchhaltevermögen, wenn es darum geht, ja, dich in deiner Persönlichkeit zu entwickeln oder wenn es auch um deinen Körper geht, dass du etwas für deine Gesundheit tust oder wenn es um deine Lebensausrichtung geht. Also auf der einen Seite verleiht er dir mehr Ausdauer. Auf der anderen Seite ist Saturn. Saturn bremst dich ein Stück weit aus. Es geht langsamer auf deinem Lebensweg. Es flutscht nicht so, wie du es gerne hättest. Und ein Stück weit möchte Saturn dich jetzt lehren, dass du dich bezüglich deines Wesens, also sowohl innen als auch außen auf deinem Lebensweg, dich nur noch auf das fokussierst, was für dich wesentlich ist. Saturn möchte, dass die Dinge, die für dich nicht mehr wesentlich sind, das können auch Charaktereigenschaften sein, die für dich nicht mehr wesentlich sind, nicht mehr von Bedeutung sind und auch etwas im Außen, was dich begleitet hat auf deinem Weg, was nicht mehr von Bedeutung für dich ist, dass du das loslässt. Saturn ist ebenso den ganzen Monat rückläufig. Das bedeutet Themen, die mit deinem Körper, mit dir als Person, mit deinem Charakter und mit deinem Lebensweg zu tun haben und die schon mal Thema waren, kommen erneut, möchten gesehen werden und möchten noch bearbeitet werden. Im zweiten Haus befindet sich bei dir der Mars fast den ganzen Monat über, bis auf die letzten 2 Tage. Der Mars steht für deine Energie, für deinen Einsatz, für deine Kraft, für deine Fähigkeit, Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern. Du investierst jetzt deine Energie in das zweite Haus. Das zweite Haus steht für deine Verantwortungsbereiche, für deine Ressourcen. Zu deinen Ressourcen zählt übrigens auch deine Familie. Das zweite Haus steht für das Verdienen des Lebensunterhalts. Das bedeutet, du strengst dich nun besonders an, bist diszipliniert und fokussiert, damit du dich um deinen Lebensunterhalt kümmerst und dich gut um deine Verantwortungsbereiche kümmerst. Der Mars ist aber Mars und er bringt Konfliktpotenzial oder Meinungsverschiedenheiten mit sich, die sich im Besonderen in der Familie nun auswirken können. Und zum Schluss haben wir noch den Merkur. Der Merkur ist bei dir im 6. Haus zu finden. Der Merkur repräsentiert die Fähigkeit, nach den besten Lösungen zu suchen, zu managen, effektiv vorzugehen, effizient zu sein. Der Merkur möchte lernen, möchte sich informieren. Und wo? In den Bereichen des 6. Hauses in diesem Monat. Das 6. Haus steht für alles, was mit Gesundheit zu tun hat, mit Sport, mit Ernährung. Das 6. Haus steht für deine tägliche Arbeit. Es steht für das Thema Schulden oder auch Rechtsangelegenheiten. Und es steht für die Lektion, Verbesserungen zu erzielen. Das bedeutet, du kannst dich jetzt informieren und Informationen sammeln oder nach Lösungen suchen bezüglich Gesundheitsthemen, Ernährungsthemen, Bewegungsthemen, wenn es um Schulden geht oder auch wenn du in Rechtsstreit verwickelt bist. Der Merkur selbst steht auch für Rechtsangelegenheiten. Merkur selbst erfährt hier ja eine gewisse auch Bremse, denn es ist das Haus der Herausforderungen, der Hürden und so kann es zu Missverständnissen in der Kommunikation kommen, zu Streit mit Freunden oder auch mütterlichen Verwandten. Und es ist auch keine so gute Zeit für Investitionen und Spekulationen, denn das 6. Haus würde hier mehr verzögern und mehr blockieren. Des Weiteren ist es so, dass der Merkur ab dem 19. Juni bis Ende des Monats rückläufig ist. Das ist dann auch keine gute Zeit, um zu verreisen und auch keine so gute Zeit, um Verträge oder wichtige Dokumente zu unterzeichnen. Eigentlich ist der ganze Monat dafür nicht geeignet, denn das 6. Haus, das Haus der Verzögerung, das Haus der Hürden, der Probleme, macht von Haus aus
es nicht so einfach für Merkur seine Bereiche. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch zu erwähnen, dass in diesem Monat zwei Finsternisse stattfinden, und zwar am 5. Juni die Mondfinsternis und am 21. Juni die Sonnenfinsternis. Am 21. Juni ist also Neumond, gleichzeitig eine Sonnenfinsternis und es beginnt der Sommer. Also ganz, ganz spezieller Tag. Achte auf die Energien, wie sie sich da um diesen Tag herum bei dir auswirken. Und es heißt, 3 Tage vor einer Finsternis und 3 Tage nach einer Finsternis solltest du keine neuen wichtigen Projekte und Vorhaben starten. Das bedeutet, 3 Tage vor dem 5. Juni und danach, 3 Tage vor dem 21. Juni und danach sind ungeeignet für große, wichtige Vorhaben. An und für sich ist der halbe Monat dann diesbezüglich blockiert. Und jetzt hast du dieses Wissen und wenn du die Wahl hast, dann wählst du eben einen der anderen Tage für neue Projekte aus. Zum Schluss möchte ich dich noch einmal erinnern, dass es nicht nur die 12 Sternzeichen gibt, sondern auch 27 Fixsterne, die ebenso dich beeinflussen, über dich etwas aussagen, über deine Persönlichkeit, über deinen Lebensweg, die deine Lebensbereiche mit färben und die dir etliche zusätzliche Aufschlüsse geben können. Und deswegen bringe ich in diesem Monat das neue vedische Horoskop heraus, deine persönlichen Fixsterne und natürlich zu einem interessanten Einführungsaktionspreis. Mehr Informationen dafür geh unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den entsprechenden Link. Ansonsten wünsche ich dir von Herzen einen fantastischen Monat.